Abfahrt. Auf der rechten Seite, jetzt wo es langsam ist, das ist die Brauerei. Ich könnte natürlich da mal über den Hof fahren mit dem Fahrrad. Aber nö. So, und jetzt geht es gleich wieder schneller. Ja, über den Campingplatz in Altenau. Ja, ich wollte immer mal diese Tour machen. Also da eigentlich nur hauptsächlich über diese eine Brücke, die gleich am Anfang man sieht. Tolle Tour. Also es ist eine ehemalige Bahnstation übrigens, der Campingplatz, und das ist eine Strecke, wo früher mal eine Bahn lang gefahren ist. Ja, und diese Brücke, die hatte ich schon ein paar Mal jetzt durchfahren und immer gesehen, dachte so, hab gesehen, da oben laufen welche, also dachte mir, ich will da hin. Also ich will da oben mal lang fahren und ich bin da lang gefahren. Das ist echt eine mega tolle Tour, muss ich euch sagen. Eine mit der schönsten und nicht anstrengenden in Harz. Es geht von Altenau nach Clausthal-Zellerfeld. Und ja, man kommt immer wieder durch so alte Bahntunnel, was heißt Tunnel, also es ist eigentlich ja nur eine Brücke und über andere Brücken fährt man und es ist wirklich schön. Kann ich euch empfehlen. Ich habe diesmal auch ein bisschen mehr Bilder reingemacht. Ich hoffe, das findet ihr toll, findet ihr lustig. Wie schon im ersten Video habe ich wieder mal einen Harzstein gefunden. Jetzt kommen mir da zwei entgegen. Also die Lütte, die ballerte da lang und ja, die große Schwester, die fuhr da so ganz gemütlich mit ihrem Damenfahrrad. Da, die andere hat eben richtig Gas geben müssen mit ihren Lüttenreifen, aber tja, die hatte auch Spaß. Und in Clausthal-Zellerfeld kommt man auf einmal so mitten, ja, halbwegs in der Stadt, will ich nicht sagen, aber so, ja, ist jetzt nicht irgendwie so ein Parkplatz und dann geht's weiter, sondern man kommt dann so ein Wohngebiet raus. Ja, schön da am Stausee gewesen. Auch so ein kleines Highlight, muss ich sagen. Hat mir echt gut gefallen da. So, jetzt wo ich das sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde am liebsten da das nochmal fahren. Das war echt eine tolle Tour. Auch nicht anstrengend, nicht so viel Höhenmeter. Urigerweise kam ich diesmal, bin ich da runtergefahren, was mich das erste Mal im Mai, ich glaube Mai war das, komplett kaputt gemacht hat. Also das hat mich so richtig kaputt gemacht. Und zwar hier vorne, ich musste das da rausschneiden, weil da oben welche auf der Kreuzung rumbrannten. Es sieht gar nicht so steil aus, es ist aber wirklich mega lang und geht richtig steil runter. Und das bin ich das letzte Mal hochgefahren, das hat mich so richtig kaputt gemacht. Meine Güte. So. So, und nochmal schnell ein Foto gemacht. Das letzte Mal stand da auch einer, hätte ich auch gerne mal ein Foto gemacht. Ich müsste eigentlich viel mehr Fotos machen auf den Touren, aber ja, wenn ich fahre, fahre ich. Und dann will ich nicht noch irgendwie Fotos und... Nee, also, ja.
es geht bergauf. Also das war mal wieder eine Strecke, die hat mir schon ein bisschen Substanz gekostet. Also das war wirklich so das Schwerste von der ganzen Tour, dieses hier bergauf. Unten hing auch ein toller Zettel, davon erzähle ich gleich mal mehr. Guckt euch das doch mal an, das Panorama. Hätte ich gewusst, dass ein paar Meter weiter sowieso Ende ist. Auf dem Stück Holz sieht man übrigens den Stein. Ich habe ihn wieder ausgesetzt. So, ein kleines Stück weiter. Ja, das Häuschen. Und noch ein Stück Panorama. Ja, also unten war ein Schild, dass aufgrund vom Borkenkäfer jetzt da Holzfällarbeiten sind, dass man vereinzelt mal nicht ganz so gut durchkommt. Hat aber super gut gepasst. Auf dem Berg runter ist mir dann die Wasserflasche aus dem Halter rausgeflogen. Das fiel mir aber dann zum Glück auch erst ein paar Kilometer später auf. Sie war auch leer. Naja. Hier oben, da kommt man auch mal wieder eine Menge sehen und ja, war irgendwie echt schön da oben. Diese Passstraße auch, man konnte auch super fahren. Es war ein schöner, verdichteter Schotter oder wie man es auch nennen will. Auf jeden Fall, das ging ganz gut. So, und nochmal die schnelle Zusammenfassung. Jo, einmal durch Altenau, denn da oben, ja, die Fotos. Nach Klauser Zellerfeld rein und es geht weiter. Denn da am Stausee. Ja, da bergauf. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich kaputt war.